Stell dir Folgendes vor. Du hast zwei Druckkonstruktionen. Und du willst diese Druckkonstruktion so optimieren, dass die einerseits die geforderte Druckkraft überträgt, ohne einzuknicken, und andererseits möglichst leichtgewichtig und damit kostengünstig wird. Und du stehst vor folgender konstruktiver Entscheidung. Du kannst dich entscheiden für eine Konstruktion, die aus mehreren Druckelementen besteht. Das heißt in diesem Fall fünf Druckelemente zwischen der Lastanleitung und der Lastaufnahme. Oder für eine Konstruktion, die nur aus einem Druckelement besteht. Und die Frage ist, für welche der beiden Ausführungen würdest du dich entscheiden, um einerseits die geforderte Druckstabilität zu erreichen und andererseits möglichst kostengünstig diese zu realisieren? Um diese Frage zu beantworten, machen wir eine Knickanalyse mit FEM. Das ist die erste Druckkonstruktion. Zwei Aufnahmen, dazwischen fünf Druckelemente. Die geometrischen Abmessungen für diese Konstruktion: Breite 10 mm, maximale Höhe 40 mm und maximale Länge von 190 mm. Diese Konstruktion besteht aus, jetzt Annahme, Aluminium. Damit ergibt sich die Masse von 78,4 Gramm. Jetzt machen wir für diese Druckkonstruktion eine Knickberechnung. Wir halten das Ganze auf der einen Seite fest und auf der anderen Seite lassen wir ein Freiheitsgrad in Kraftrichtung frei. Und damit ist es nach Euler der vierte Knickfall. Wenn wir jetzt die Knickanalyse machen, dann sieht das Ganze wie folgt aus. Das ist das Verformungsbild und in diesem Fall der erste Knickfall, auch der kritischste. Und so sieht das in der Animation aus. Die mittlere Rippe knickt aus. Die weiteren Knickfälle, ein anderes Verformungsbild. Und dann gehen wir einfach die einzelnen Knickfälle durch. Der dritte Knickfall. Der vierte Knickfall. Fünfte und so weiter. Was haben all diese Animationen gemeinsam? Du erkennst in all diesen Fällen, dass jede einzelne Rippe für sich alleine arbeitet. Es gibt keinen Verbund. Und das heißt, das minimale axiale Flächenmoment der einzelnen Rippen bestimmt über das Tragniveau. Und damit ist das der ungünstigste Fall, den es geben kann. Wenn man also versucht, bei Druckkonstruktionen die Verbindung zwischen der Lasteinleitung und der Lastaufnahme mit mehreren Elementen zu realisieren, dann heißt es zweierlei. Einerseits geringeres Tragniveau, also geringere Druckkräfte können übertragen werden. Und andererseits heißt es, hoher Materialaufwand, um die geforderte Druckkraft zu übertragen. Also sollte man aus technischen und wirtschaftlichen Gründen diese Konstellation auf jeden Fall vermeiden. Das ist die zweite Druckkonstruktion. Sieht schon vollkommen anders aus. Wir haben keine fünf Druckelemente, die die Lastaufnahme und die Lasteinleitung verbinden, sondern wir haben nur ein Druckelement, eine direkte Verbindung. Im Querschnitt sieht das Ganze so aus, ein Hohlprofil. Warum? Weil die Randbereiche arbeiten viel, also benötigt man da auch das Material. Die Mitte arbeitet wenig, also wird das Material eliminiert. Auch in diesem Fall haben wir den gleichen Werkstoff, Aluminium. Und aufgrund des optimierten Designs haben wir auch die Masse reduziert auf 58,7 Gramm. Die Randbedingungen für die Knickberechnung sind natürlich die gleichen. Wenn wir jetzt die Knickberechnung machen, sieht das Ganze wie folgt aus.
Das ist also das Verformungsverhalten und das ist dann die Animation. Wir erkennen, dass die Kniekraft bei 247 kN liegt und damit um ein Vielfaches höher als im ersten Beispiel. Auch hier können wir uns die einzelnen Kniequelle anschauen. Und so sieht das Ganze aus. Was ist hier wichtig? Das Entscheidende an dieser Stelle ist, dass wenn wir Druckkonstruktion haben, dann verlieren die vielen einzelnen Elemente gegen wenige verbundene Elemente. Und genau dieses Prinzip sehen wir an diesem Beispiel deutlich. Fassen wir die Ergebnisse zusammen. Wir haben eine zweidimensionale Herausforderung. Auf der einen Seite ist hier die technische Perspektive. Es sind die Knickkräfte, die die Konstruktion übertragen muss. Auf der anderen Seite die wirtschaftliche Perspektive und das sind die Materialkosten. Und wir haben im ersten Beispiel die ungünstigste Konstellation geschaffen, und zwar die Anzahl der Druckelemente auf 5 erhöht. Also eine Druckkonstruktion mit 5 Elementen und das heißt in diesem Fall hoher Materialbedarf und damit hohe Materialkosten auf der einen Seite und auf der anderen Seite geringere Druckkräfte. Wenn wir aber hingehen und das Design ändern, die einzelnen Elemente zu einer Einheit verbinden, dann ergibt sich dieses Design und wir reduzieren einerseits die Materialkosten und erhöhen andererseits die kritische Knicklast. In unserem konkreten Beispiel heißt es, wir reduzieren die Materialkosten um minus 25%. Also wirtschaftlicher Vorteil. Auf der anderen Seite, durch die Designoptimierung, erhöhen wir die kritische Knicklast um plus 12,5-fache. Und das ist die technische Perspektive. Für deine Konstruktion heißt es, wenn es um Druckkonstruktion geht, sollte das Ziel sein, auf der einen Seite viele Elemente zu vermeiden. Und auf der anderen Seite möglichst die Elemente zu einer Einheit verbinden, die Anzahl der Elemente reduzieren und das sollen wir anstreben. Was kannst du aus all diesen Überlegungen für deine Druckkonstruktion mitnehmen? Folgendes ist wichtig. X steht für die Anzahl der Druckelemente, die du einsetzt. Das ist die konstruktive Entscheidung, die du triffst. Das sind zum Beispiel Stäbe oder Rippen. MK steht für Materialkosten, die erforderlich sind, um geforderte Druckstabilität zu realisieren. Und der Zusammenhang zwischen den Materialkosten und der Anzahl der Druckelemente sieht wie folgt aus. Die Materialkosten sind proportional zu der Wurzel von den Druckelementen. Das heißt, als Funktion dargestellt sieht das Ganze so aus. Eine Wurzelfunktion. Als Zahlenbeispiel, wenn ich nur ein Druckelement habe, dann erreiche ich das absolute Minimum an Materialkosten. Das heißt in diesem Fall, ein Druckelement hier bedeutet minimale Materialkosten. Wenn ich die Anzahl der Druckelemente beispielsweise auf 4 erhöhe, Wurzel aus 4 gleich 2, dann bedeutet es, ich verdopple die Materialkosten, um die gleiche Druckstabilität zu erreichen. Also in diesem Fall heißt das, hier um 100% höhere Materialkosten. Wenn man die Anzahl der Druckelemente auf 9 erhöht, Wurzel aus 9 ist gleich 3, das heißt weiterhin um 200% erhöhen gegenüber dem minimalen Zustand.
Mit anderen Worten, je höher die Anzahl der Elemente, desto höher sind die Materialkosten. Und wenn wir das Ganze nochmal auf unsere Ausgangsfrage beziehen, die beiden Ausführungen, einmal mit 5 Elementen, das ist natürlich das Pessimum, das sollte man vermeiden, der schlechteste Zustand. Und mit einem Druckelement, das ist das Optimum, das sollten wir anstreben. Und genau das kannst du bei deiner Druckkonstruktion, dieses Prinzip auch anwenden.